Herzlich willkommen zurück bei Death Stranding. Ja, beim letzten Mal haben wir zusammen hier die Wetterstation aufgesucht und von da aus eine Mission zu einer Schutzhütte gemacht. Den haben wir nämlich hier, die Schutzhütte. Und da haben wir auch diese Lastenteile bekommen, die jetzt hier die ganze Zeit hinter uns heräumeln. Wo wir was drauflegen können. So. Ich fühle mich gut. Okay, ein von mir. Okay. Sind mit mir zufrieden. Ja, guck mal. So, die Schutzhütte haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal zurück, weil wir müssen ja jetzt hier wieder eine Mission machen. Auch mal, wie toll das da oben aussieht. Ein herrliches Bild, oder? Geil. Weil Mission kriegen wir ja hier oben. Sei denn, wir hatten noch eine Mission, das muss ich mal eben überprüfen. Da war aber nichts. Nee, das war unsere mit dem Lastenträger, das war die Mission gewesen. Gehen wir zurück da oben. Mal, ob wir da oben noch was bekommen. Wie gesagt, für die Lastenträger brauchen wir auch immer. Oh, jetzt sind wir wieder an der Wetterstation. Ich möchte jetzt auch einfach nicht so durchpreschen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. So, dann gucken wir mal. Was? What? Was war das denn jetzt? So. Ein Auftrag. Seht ihr, das ist die Hauptauftrag der Zeitregenbauernlieferung von Weizensaat. Ui. Das geht aber da. Haben wir auch noch einen Nebenauftrag? Standard. Oh, ja, nee, ist klar. Da müssen wir wieder ganz zurück, Freunde. Da hätte ich ja jetzt überhaupt keine Lust zu. Und einmal zum Verteilerzentrum. So, na, ist es auch wieder zurück. Pass mal auf, wir machen mal. Ich meine, zurück können wir ja immer noch. Wir machen mal eine Hauptauftrag. Ich versuche mal einen Hauptauftrag. Aber warte mal, wir können doch auch hier mit dem Bot. Das lassen wir einfach vom Bot ausführen. Das mit dem Bot. Das mit dem Bot. Dann haben wir den weiten Weg, brauchen wir den nicht selber übernehmen. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Setze autonomen Lieferbot ein. Genau. Mal gucken, was da heute singt, Freunde. Der geil. Okay, den Auftrag haben wir dann schon mal. Können wir da noch ein? Warte mal, ich guck mal. Wir können doch eigentlich noch eine Aufträge annehmen. Warte mal, Standard, warte mal. Der ist begonnen. Ja, ja. Ach hier, der. Den auswählen. Ach so, nee, das müssen wir selber, ne? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ne, wir machen mal den Hauptauftrag hier. Da müssen wir zur Zeitregen farmen. Das wird mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber auch nicht ganz schwer. Ich weiß nicht, ob ich da oben rum muss oder da unten rum muss. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. 4 Gegenstände muss ich liefern. Das mache ich mal. Die Zeitregenbauern, ja. 4 Gegenstände. Eieieiei. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie groß die sein sollen. Naja, gut. Genau, mit meinem Fahrzeug weiß ich jetzt nicht. Ist ja ein ganzes Stück nah darunter. Von der Wetterstation bis nach da unten. Ist mal oben am Berg lang. Muss mal gucken, ob ich da ein Fahrzeug organisieren kann.
Na, ja, da haben wir nur die Lastenschweber, die wir herstellen können. Was anderes geht gar nicht. Stiefel, ja. Stiefel wäre schon nicht verkehrt. Was haben wir denn hier? Kraftskelett Stufe 3. Warte mal, das baue ich doch mal. Moment, ich will das tragen. Das ist jetzt zwar komisch. So, auf dem... Ach, Weizensaat. Ah, okay. Dann packen wir die mal auf den Lastenschweber. Den zweiten Lastenschweber. Den machen wir nicht so voll. So, das war's. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, ne? Klar, jetzt brechen wir auf. Auf geht's, Freunde. Auftrag zugewiesen. Was sind denn nur zwei Kisten? Okay, dann mal los. In die Richtung müssen wir, dann müssen wir da irgendwo durch. Hm. Dann haben wir die Schutzhütte. Können wir da so an der Schutzhütte vorbei, würde ich sagen. Ah, ist jetzt hier alles bergige Gegend, Freunde. Wir haben ja auch diese Kristalle. Können wir mal gleich gucken. Oh. Wettervorhersagen ähneln den Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Uns einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier und Jetzt fixierten Tieren. Okay, da unten ist eine Brücke, sehe ich. Mal eben auf der Karte. Da müssen wir auf jeden Fall dann lang, aber es ist ein ganzes Stück noch. Ist das hier die Brücke? Ne, hier ist die Brücke. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall, die Brücke. Dann gucken wir mal weiter. Aha. Oh, oh, oh. Langsam, Freunde, langsam. Das geht natürlich steil runter hier. Deep sound.
Oh, 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 die Bösen kommen wieder. Wo sind sie denn? Weil eigentlich sind wir ja jetzt hier gleich an der Farm. Aber ich glaube, die sind schneller da, wie wir gucken können. Da kommen sie schon. Wenn ich mich jetzt hier in dem drinne verstecke, müsst ihr mich eigentlich sehen, ne? Seht ihr? Der rennt vorbei. Tschüss. Oh, verdammt. Da ist aber nichts. Sollen wir mal eben gucken, wo wir jetzt hier sind. Ach, wir sind noch gar nicht da. Ach du Schande. Ein Stückchen weiter noch. Gehen mal hier rüber. In einem Feld ins nächste. Da kommt noch ein Wagen. Ach du Schande, wie viele kommen denn da? Gott. Und schnell wieder ins nächste Feld rein. Damit die uns ja nicht entdecken. Da sind auch welche. Oh je, oh je. Voll das Mulgebiet hier. Das hatte mir keiner gesagt, dass hier voll die Muls sind. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht erstmal einen großen Bogen machen sollen. Oh je, oh je, oh je. Man hat uns gesehen. Scheibenkleister. Ich glaube, wir werden jetzt ganz mühsam sterben, ja. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch 10.000 andere kommen. Da kommt schon ein Auto. Oje, oje, da ist schon der nächste. Der Wagen ist auch schon unterwegs. Ach du Gott, so Güte, ne. Müssen wir ja doch wieder kämpfen hier. Und unsere Fracht ist ja auch schon wieder rausgefallen. Bäm. Können die jetzt hier Verstärkung holen ohne Ende, aber... Das sind bessere, die kriegen wir nicht so einfach kaputt, verdammt. Oh Gott. Oh Gott! Unsere ganzen Klamotten sind hier kaputt. Alles schon raus, ey. Oh Mann! Einer weniger. Wir sortieren das gleich alles wieder zurück. So, wieder einer weniger. Den kriege ich so nicht. Warte mal, den muss ich irgendwie anders. Am besten mit so einer Bola-Gun, ey. Meine Güte, ist ja hartnäckig. Den kriege ich nicht. Der hat irgendwie. Oh, der hat irgendwie so ein spezielles Schutzschild hier. Ah, jetzt habe ich ihn, okay. So, jetzt sammle ich mal alles wieder hier auf, ey. Und esse erstmal Wodka.
Oh, der rappelt sich wieder auf. Was ist das denn? War ja bis jetzt auch noch nicht so gewesen. Ey, guck dir das an, du. Da kommt der nächste. Meine Güte. Bams. So, ich nehme die jetzt erstmal hier alle auf den Rücken. Die ganzen Klamotten erstmal ab. So. Ist noch Keramik von mir. So, das waren jetzt meine Sachen. Dann laden wir das alles mal auf den Wagen drauf. Und zwar das, das, das und das. Das Fahrzeug, weil dann sind wir ja dann doch schneller. So, und dann fahren wir da mal mit. Warum? Ach so. Okay, dann müssen wir die Lastenschweber erstmal einräumen. Mal gucken, Lastenschweber, wo sind die denn überhaupt? Da. Den und den. Aufs Fahrzeug laden, zack. Ach so. Dann können wir ja auch mit dem Wagen fahren. Wo wir da hin müssen. Da. So weit ist es ja nicht. Sachen mal alle mit rein. Wir haben ja ein Kraftskelett, das klappt ja alles. Kann ich denn da? Ach so, ich auch noch alles hoch. Okay, warte mal, habe ich ja jetzt. Ja, ist richtig. Gehen wir da mal rein. Und geben das mal ab. Dann machen wir das doch mal abschließend, Freunde. Vielen Dank. Burgess war immer gut zu uns. Wir haben Amelie viel zu verdanken. Sie sah das Potenzial unserer Arbeit und hat sich ins Zeug gelegt, damit unsere Farm in Gang kam. Wir wollen schon lange Teil des chiralen Netzwerks werden. Sehen wir uns das Getreide an, das du gebracht hast, ja? Na klar. Gibt's ja nicht. Hast du uns echt so viel gebracht? Wie hast du das nur geschafft? Einfach klasse. Awesome. Ah, neuen Song, genau. Oh, wieder eine Stufe auf. Meisterfrachtträger. Wahnsinn. Nicht schlecht. Übrigens, du kennst nicht zufällig Fragile, oder? Kannst du ihr bitte etwas von uns ausrichten? Sag ihr, danke, dass sie uns gerettet hat. Na klar. Ohne ihren Einsatz wären South North City und unsere Farm vom Antlitz der Erde gefegt worden. Für mich ist sie eine Heldin.
Und das soll sie auch wissen, ja. Oh, stimmt. Das Netzwerk. Kannst du uns wohl an... Na klar. Mal gucken, was wir jetzt wieder kriegen für Klamotten. Ziemlich weit den neuen Strang geknüpft. Sam, die Mules haben dich überfallen und vorher deine Fracht per Ping geortet, oder? Und damit das nicht wieder passiert, haben wir deinen Frachtscanner verbessert. Sagen wir, du wirst gleich angepingt. Mit dem richtigen Timing pingst du einfach zurück und neutralisierst ihren Impuls mit deinem eigenen. Cool. Sie sind so klug wie zuvor und du kannst sorglos weiterziehen. Allerdings ist das Timing alles. Ich ahne, worum es da geht. Vielen Dank. Jetzt können wir den Zeitregen endlich richtig ausnutzen. Unsere Farm schreibt Geschichte. Na dann. Wir haben zwar einige Testfelder, aber da wir den Zeitregen nicht vorhersagen konnten, waren die Ergebnisse eher mittelmäßig. Zeitregen fiel hier relativ regelmäßig. Wir wussten also ungefähr, wann wir pflanzen und ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Beine helfen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch... Oh. Setzen wir auch unsere Genforschung vor. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen... Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Wir haben viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. Ja, super. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hä? Na, sieh mal einer an. Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Die Rückreise. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Die Rückreise sinnvoll nutzen, Freunde. Okay, dann nutzen wir die Rückreise sinnvoll. Und ich sag mal, bevor wir starten, bis zum nächsten Mal. Ciao.